Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einen Shop vom 30.08.2019 und wir haben heute einen neuen Skin im Shop und ja, hey, Catastrophe und Jack Dash. So, dann gucken wir auf der rechten Seite erstmal. Cloaked Shadow. Nach dem Cloaked Shadow für 15 V-Bucks. Das, ja, das Teil, du magst den doch ziemlich gerne. 7 von 10. Ja, kriegt er von mir auch. 4,085 bei 79 Wurzeln. Das ist am 28. Dezember 2018 im Shop gewesen. Ist seitdem 5 mal 193. Zeig mal bitte das Backpack ganz kurz. Ja, sieht geil aus. Spectre. Spectre. Ja, sieht ein bisschen aus wie die Omega-Picke. Ja. Kriegt auch von mir 7 von 10. Für 800 V-Bucks das Teil. Von mir kriegt auch 8 von 10. 3,84 von 5 bei 37 Wurzeln. Das war am 30. März 2018 im Shop gewesen. Seitdem 27 Mal und 32 Reminders. Dann haben wir den Revel. Ja, für 200 V-Bucks das Teil. Sieht hier mit dem Dark Knight wenigstens einigermaßen. Ach Quatsch, Dark Knight. Mit dem Spider Knight wenigstens einigermaßen gut aus. Kriegt von mir auch 7 von 10. 7 von 10? Mhm. Von mir 8 von 10. Revel hat eine Benotung von 4,67 von 5 bei 15 Votes. Zum Beispiel am 26. Juli 2019 im Shop gewesen, sind 2x 20 Mal anders. Flappy Flyer. Finde ich mega cool, aber mega nervig, wenn das Teil aufmacht. Also. Aufgemacht wird. Oh, ja, wenn das Teil aufgemacht wird. Schrecklich. Ja. Also da. Es macht keinen Spaß. Aber sieht trotzdem cool aus, das Ding. Und deswegen kriegt es trotzdem von mir 9 von 10. Für 800 V-Bucks. Von mir kriegt er 7 von 10. 3,885 bei 25 Wurzeln am 23. November 2018 ein Schock gewesen, sein Leben 8 Mal und 36 Reminders. Dann kommen wir zu Bullseye. Bullseye ist ja, ja. Bullseye, verarschende V-Bucks, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Kriegt von mir 6 von 10. 10 von 10. 4,545 bei 97 Wurzeln am 7. November 2018 ein Schock gewesen, seit dem 11 Mal und 445 Reminders. Elektroschaffel. Mega geil, 10 von 10. 10 von 10, ja. Das brauchen wir gar nicht anzuhören. Auch 10 von 10. Aber der ist schon lange nicht mehr drin gewesen. 57 Schlag, wow. 4,125 bei 59 Wurzeln am 14. Dezember 2017 ein Schock gewesen, seit dem 42 Mal und 94 Reminders. Also ich glaube, der Cloaked Dagger war schon lange nicht mehr drin gewesen. Da kannst du mal gucken. Der Cloaked Shadow, meinst du? Ja, Cloaked Shadow. Cloaked Shadow. Was ist denn los? Ist schon so spät. Vor 34 Tagen. Auch erst vor 34 Tagen, echt? Ja, okay. Dann kommen wir zum Malice. Mega geile Teufels-Dämonen-Lady Diabolical. Für 2000 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. Nee, von mir 8 von 10. Dreh die 4, mal bitte. 0,1 von 5 bei 97 Wurzeln. Das ist am 25. März 2019 im Shop gewesen. Da haben 6 mal 103 Reminders. Hier nochmal die. Hier. Mega geil. Genau. Heat. Heat, klicke mal bitte durch unten. Ja. Ja. Ich finde es geil. Sieht mega cool aus. Gibt von mir 10 von 10 für 500 V-Bucks. 3,6255 bei 21 Wurzeln. Das ist am 22. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4x51 Reminders. Die Burning Axe, der meine. Eine meiner Lieblingspicken habe ich mir sogar geholt für 1200 V-Bucks. Das Teil, die Burning Axe. Mit der spiele ich immer. Das ist eine Gitarre. Ja. Das ist eine Gitarre. Mega geil, kriegt von mir natürlich 10 von 10. 10 von 10 von mir kriegt die auch cool. 10 von 10. 4,1255 bei 26 Großmacht am 22. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 18 Reminders. Dann war es mit dem Set. Dann kommen wir jetzt zu Jacked Edge. Swing mal das Tool. Für 500 V-Bucks. Ja, part of the 6 von 10. Set. Sorry, 6 von 10. Oh, ich finde ihn ein bisschen besser, 7 von 10. 2 von 5 bei 1 Vote und 0 Reminders. Catastrophe. Gefällt mir. Zoom mal bitte an die ran. Ja. Jetzt lass uns doch mal gucken, was hat die denn überhaupt? Also, hat die da oben. Verkabelung. Ja, solche Katzenohren-Dings da und hinten auch. Das ist nicht auch ein Katzenteil? Sieht auch ein bisschen aus wie eine Katze. Nuklear auch. Nuklear. Im Katzenstyle. Toxic.
Sieht ein bisschen versifft aus, die Lady. Ja, 4 von 10, sorry. 5 von 10. 3,1355 bei 8 Votes und 0 Reminders. So, jetzt bewerten wir mal den Shop. So, und der Shop, ja, also wir gehen jetzt mal in den Shop zurück. Der Shop kriegt von mir, die beiden neuen Items gefallen mir jetzt nicht so gut, aber der Rest des Shops ist halt gut, aber ich gebe dir wenn jetzt mehr, es geht ja eigentlich um die neuen Items. Ja gut, ich finde Malice ziemlich geil, Cloak Shadow ist ganz gut, Electro Shuffle geil, Flappy Flyer cool, ich möchte ihn zwar nicht selber spielen, aber ist trotzdem cool. Da meine Burning Axe drin, neuen Items finde ich auch nicht so gut. Schwer zu sagen, also ich tendiere zwischen It's Meh und Love It, also ja, ich bin auch bei It's Meh. Okay, also, wenn es euch gefällt, erstmal 1107 Love It, 1355 It's Meh und 2477 Hate It. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert unseren Kanal kostenlos, used unseren Supporter Creator Codes auf eurem TV. Bis dahin, haut rein und tschüss.